Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Cornel. Wir sind zurück bei Super Mario World in dem Illusion Forest und wir gucken mal ganz kurz. Ich glaube, ich habe bis jetzt jeden Exit in jedem Level, also machen wir jetzt mit dem nächsten Level weiter. Hier gibt's auch wieder einen Secret Exit und, der Lakitu ist zum Kotzen. Er hat ein One-Up da oben dran, solange dieses One-Up da dran ist, ist dieser Lakitu auch, ja, ich bin so ein Nerd. Ich wollte gerade sagen, solange dieses One-Up da oben dran ist, habe ich mit diesem Lakitu keine Probleme. Ich bin so blöd. Oh mein Gott. Ja, das hat sich dann aber auch wieder erledigt. Ich hätte gern die Feder. Oh, fuck. Okay, optimal. So. Wenn der Lakitu wiederkommt, müssen wir ihn auf jeden Fall direkt zerstören. Das ist... Der geht richtig auf die Nerven. Oh, nein, 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 nein. Wir machen es mal so. Und zack! Ich habe ihn getroffen. Idiot. So, und jetzt machen wir hier ein bisschen Tempo, damit wir zum Ziel kommen, weil es ist wirklich zum Kotzen, der Lakitu. Ich hasse ihn. So, holen wir uns die Mittellinie. Ich habe richtig Spaß an diesem Projekt und es ist ein Let's Play again, ich weiß, aber... Oh, es ist so wunderbar und... Der erste Part ist gerade eben online gegangen und der Wollo heult schon wieder, weil er Angst hat, dass ich Save States nutze oder so. Also das hört sich jetzt doof an, er heult natürlich nicht. Er hat nur geschrieben, keine Save States, und natürlich benutze ich keine Save States im Original SMB, ich bitte euch Leute. Ja, also, ich habe das bis jetzt noch nirgendwo erwähnt, weil ich gar nicht auf den Gedanken gekommen bin, hier Save States zu benutzen. Außer natürlich, wenn ich das Spiel, Außer natürlich, wenn ich hier das Spiel... Abspeicher. Dann, also wenn ich Aufnahmepause mache, dann setze ich natürlich ein Save State, Leute. Aber das ist natürlich, hat natürlich nichts mit dem Spiel an sich zu tun. Deswegen werde ich auch immer 99 Leben haben. Das ist ja die Super Nintendo Version und bei der Super Nintendo Version werden die Leben nicht gespeichert. Sprich, wenn man spielt und dann ausmacht, dann hat man, wenn man wieder startet, eigentlich immer 5 Leben. Es ist, insofern doof, wenn man irgendwie nicht ganz so gut ist in dem Spiel und dann in der 8. Welt neu ausmacht und am nächsten Tag wieder da anfängt und nur 5 Leben hat, weil dann könnte es mal ein Game Over geben. So. Ja, ich bin doch durch die Blume durchgesprungen. Was soll denn sowas? Gibt's hier irgendwo einen Yoshi? Ja. Ich wollte den eigentlich hochschmeißen. Naja. Wie auch immer, ist mir jetzt auch egal. Wuhu, Lakitu kann kommen. Nein! Der Chuck hat mir in die Fresse. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Ich weiß nicht so genau warum, aber ich habe gerade Lust auf die Yoshi-Coin. Zack, sind wir im Ziel. Ey, meine Hand tut gerade ein bisschen weh. Ich weiß gar nicht warum. Also, meine rechte Hand fühlt sich gerade an, als ob ich sie überspannt hätte oder so vom Controller her einfach. Was natürlich eigentlich Schwachsinn ist, weil. Fuck, ey. Ich darf vielleicht nicht so verkrampft diesen Controller festhalten. Ich muss... Nee, es tut... Meine rechte Hand tut weh. Was habe ich da bloß wieder gemacht? Bumm. So, dieses Level ist natürlich auch richtig scheiße, wenn man alle Yoshi-Coins sammelt. Weil da muss man... Ja, wenn man einmal eine falsche Entscheidung trifft, dann hat man halt eine Yoshi-Coin verpasst. Aber das soll uns ja nicht interessieren. Noch, komm schon. Ich wollte gerade sagen, also das hätte ich jetzt hier nicht akzeptiert. Also irgendwo ist auch mal Schluss mit lustig. Ich glaube hier oben... nee, lieber nicht. Ich habe bestimmt schon eine Yoshi-Coin verpasst, das ist mir aber jetzt gerade auch Jacke wie Hose. Ach ja. So, nee, wir gehen unten her. Wobei wahrscheinlich... ich weiß nicht. Na, egal. Dieses Level ist auch wieder so ein Level, was mich ein bisschen annervt. Ja, weil es halt einfach langweilig ist auch irgendwie, weil man halt nicht selber laufen kann. Man muss halt warten. Im Prinzip steht man ja nur hier auf der Plattform. Es ist natürlich eine coole Idee an für sich und aber so jetzt so eben einfach so vom Faktor her, dass ich natürlich hier gerne durchrasen würde. Oh, eine Yoshi-Coin haben wir verpasst. Und man hätte irgendwie hinter das Ziel gekommen. Ich weiß gar nicht genau wie. Vielleicht hätte man einfach drüber fliegen können. Ich weiß es nicht. Da waren auf jeden Fall 3 One-Ups.
Super, damit kommen wir nämlich jetzt auch hier zu der Route und damit haben wir den Forest of Illusion schon so ziemlich komplett abgeschlossen, außer die zwei Burgen, die es jetzt hier gibt. Einmal die kleine und einmal da unten die große und wir machen erstmal die kleine. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie die aussieht. Jetzt weiß ich es wieder, genau. Oh, das war ein Fehler. Wow, das war knapp, meine Damen und Herren. Das war durchaus knapp. Das war natürlich sehr gut. Gut, Cornel. Nichtsdestotrotz, um nochmal auf die Save-States zu sprechen zu kommen, also es ist natürlich ganz klar, dass ich in dem Spiel hier keine Save-States benutze, denn das ist hier nicht vonnöten. Ich glaube, ich bin jetzt letztens dreimal in diesem Scheiß, in dieser Scheißburg gestorben, aber da bin ich auch nur gestorben, weil ich nicht aufgepasst habe. Hier ist ja jeder Tod auch vermeidbar und bla bla blub und so weiter und so fort. Ich habe aber ja auch schon gesagt, dass ich hiernach wieder ein Hack zocken werde. Und da werde ich natürlich Safe States benutzen. Ich muss mal gucken, ich werde es natürlich versuchen, ein wenig zu minimieren. Kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf den Skill an. Aber ich denke mal, das werden wir schon regeln. Die Sache mit den Save States ist natürlich eine Sache, die ich vielleicht sogar verstehen kann. Ach, jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Ich hätte einfach durchlaufen sollen. Das ist auch wieder so ein Abschnitt, der mich ein bisschen einfach langweilt. Und dann machst du halt ein bisschen Scheiße mit den Kettensägen und spielst ein bisschen rum und dann wirst du dafür bestraft. Okay, wir machen jetzt mal richtig. Das Ding ist aber einfach, bei den Hacks ist es halt auch einfach so, seien wir mal ganz ehrlich, die sind teilweise echt schwierig und jedes Mal irgendwie eine Minute Level spielen, um an eine Stelle zu kommen, die man dann 20 Mal ausprobieren muss, das macht halt auch einfach keinen Sinn. Das ist, muss man ja irgendwie auch verstehen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich richtig, dass man nicht für jedes Power-Up safe staten sollte und so weiter und so fort. Weiß gar nicht, ob ich das irgendwann mal so extrem gehandhabt habe. Wenn ich das gemacht habe, werde ich es natürlich auch... Glaube ich aber nicht, dass ich in meinen neuesten Hack-Videos das auch so gemacht habe und allgemein denke ich, dass ich das trotzdem, trotz Save-States auch bei meinen Hacks ganz gut, ja, was soll ich machen? Es ist halt einfach so. Es ist halt auch einfach ein Hack. Da braucht man nicht, jedes Level 20 mal versuchen, bis man es schafft. Das ist dann auch einfach ein bisschen, keine Ahnung. Ich könnte etwas sagen, aber ich lasse es. So, damit habe ich dann aber das Thema Safe jetzt auch mal kurz abgefrühstückt. Ich wollte das halt einfach nur mal ganz kurz ansprechen. Allgemein habe ich heute noch gar nicht gefrühstückt. Das ist so ein bisschen mein Problem. Ich habe voll Hunger, aber ich habe einfach kein Geld, Leute. Das ist so unglaublich schlimm. Oh nee. Oh, und jetzt habe ich gerade gesagt, ich werde hier nie im Leben Safe staten. Ja, das habe ich in meinem richtigen LP habe ich das gezeigt. Da habe ich sogar gesafe stated. Ja. Man kann hier rüberfliegen. Man kann. Ich würde es jetzt natürlich nicht auf Anhieb schaffen, deswegen lasse ich es. Da hinten gibt es nur extra Leben, sonst ist alles gleich. Und ja, das ist es mir jetzt einfach nicht wert. Och, fick dich doch, Mann. Och, Mann, ey, kotzt mich jetzt schon wieder an. Ja, natürlich. Werde ich jetzt auch noch von den Rhinozerossen getroffen. Oh, ich weiß echt nicht, das war wieder so ein Mega-Lag. Ich weiß echt nicht ganz genau, woher der kommt. Ich glaube, also es könnte sein, dass es mit dem Mozilla Firefox zusammenhängt, weil ich den wieder im Hintergrund aufhabe. Ich muss ihn nur aufhaben, weil ich gerade hochlade. Ich weiß nicht genau, ob es daran liegt. Es könnte daran liegen. Es könnte tatsächlich. Ja, es könnte. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ach, es kotzt mich einfach an. Ich weiß nicht, wieso ZNS immer solche Fucker raushaut, aber es ist jetzt auch egal. Also ich meine ganz im Ernst, so ein kleiner Schnitt. Wenn er euch stört, dann müsst ihr halt woanders hingehen, wo es ihn nicht gibt. Mir egal. Mir relativ rille. Och, und jetzt kommen ja aber auch nur noch so Scrolling-Level-Parts, wa? Die Schlange. Wurde in vielen Spielen aufgegriffen, diese Idee. Ich weiß gar nicht, gab es das eigentlich in SMB 3 auch schon mal so? Diese Schlange? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Könnte mich auch irren. In NSMBU, also in dem neuesten New Super Mario Bros. Für die Wii U, ist es ja relativ cool aufgegriffen worden. Da gab es so eine riesige Schlange, die fand ich relativ cool. Ansonsten, ja, es spielt man wieder mit. Ist natürlich auch ein relativ lustiges Objekt einfach so, wo man halt so ein bisschen mit spielen kann, ja. Aber
Ja, ich stehe nicht so drauf, weil es halt jetzt einfach wieder so ein... Och nein! Oh, fuck it, Alter. Ich war schon mit dem Gedanken fertig mit diesem Abschnitt. Das ist immer so. Das ist immer echt. Also, das ist. Ich glaube, 90% meiner Fails mache ich in Scrolling-Leveln. Das ist einfach so, weil ich werde einfach so desinteressiert, dass ich nicht aufpasse. Und gerade eben war ich schon mit dem Gedanken da, dass ich hinten bei der Tür bin. Und dann ist mir eingefallen, ey, fällt da nicht noch was von der Decke? Und ja, es fällt was von der Decke. Das ist so ärgerlich, ey. Da, 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 bam, bam, bam. Kommt er wieder rüber? Ne, jetzt kommt er nicht. Oh, das ist jetzt scheiße. Oh, fuck. Und jetzt nehme ich das Ding mit in diesen Raum. Das ist natürlich nicht gut. Oh, jetzt muss ich nämlich auf die Stacheln achten. Da ist die erste bei der Yoshi-Coin. Und da ist die zweite auch bei der Yoshi-Coin. Okay, relativ vorhersehbar. Naja. Ich glaube, das war hier in dem Level, wo man mit der Schlange runterfahren kann, oder? Nein, war es doch nicht. Da, 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 da. Was mache ich eigentlich hier? Oh, Slowdowns. Ah, okay. Gib mir die, gib mir die, gib mir die. Nicht, nicht, nicht treffen. Nein. Okay. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. So. Und ab zum Boss. Eieieiei. Was macht er nochmal? Ich glaube, er läuft die Wände hoch, oder? Ja, ich glaube schon. Aber die Sache ist, er muss erstmal zur Wand kommen. Ja. Oh, und die Wände werden enger. Ich glaube, dann war das so ein Doppelgemoppel, oder? Ach, keine Ahnung. Ja. Ihr seht, die Bosse sind relativ rille. Relativ einfach. Sind sie bis heute noch? Man sollte da... Ja. Das Ding ist einfach, sie können sich nicht wehren. Wenn man sie getroffen hat, dann sind sie halt in dem Moment, wo sie sich wieder aufrichten, direkt wieder verwundbar. Und das ist vielleicht ein Problem. Weil das halt einfach so ein bisschen dann die Schwierigkeit nimmt, weil man halt dann in diesem Moment direkt wieder draufspringen kann. Und mit ein bisschen Timing, dann kann er halt seinen Angriff erstmal nicht mehr setzen. Und ja, der sowieso nicht. Ich meine, was soll man denn machen? Soll man auf ihn springen und dann warten, bis er die Wand hochläuft? Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Das ist so ein... Ja, die Bosse sind immer so ein bisschen, da muss man sich ein bisschen mal was überlegen. Naja, wie auch immer. Wir kommen jetzt in die Schokoladenwelt und das macht natürlich ganz viel Spaß, weil ich gerade unglaublichen Hunger habe. Ich habe Hunger, ich habe Durst, ich möchte was essen, ich will eine Wurst. Naja, ich habe echt Hunger, ich habe noch nicht gefrühstückt, und aber ich habe halt einfach keine Lust, mir was zu holen oder was zu machen. Ich hätte noch Toast hier. Und habe ich noch... Ja, ich hätte auch noch Salami hier. Ich könnte mir also einen Toast mit Salami machen, aber boah. Soll ich kotzen? Es ist so ekelig. Sonst, ich hätte noch Spaghetti hier. Ich könnte mir Spaghetti kochen, aber... Oh, soll ich kotzen? Wenn ich koche, dann ist ja aber Polen offen. Oh, nee. Nee, nee. Also, nee, das lassen wir auch mal. Was habe ich denn sonst noch so im Haus? Wow, das war jetzt ein bisschen knapp. Yoshi, altes Haus. Lang nicht mehr gesehen. Ja, der haut direkt ab. Hallo, warum konnte ich die nicht fressen? Kann man die nicht fressen, wenn die ihre Scheiße da rauspressen? Oh, Scheiße. Okay. Was habe ich sonst noch im Haus? Ich hätte noch Kelloggs, aber ich glaube, die sind jetzt wirklich schon abgelaufen. Ich glaube, die kann man nicht mehr essen. Weißt du, ich kaufe mit Cine Minis. Als ich hier eingezogen bin, habe ich mir Cine Minis gekauft. Ich habe einmal davon gegessen, fand sie so eklig und seitdem stehen sie einfach da und ey, das ist der Wahnsinn. Das sind originale Cine Minis und ich finde sie so eklig, aber die unechten, also die von einer Billigfirma, die finde ich so lecker, weil diese echten Cine Minis, die sind voll dünn und schmecken auch gar nicht so richtig nach Zimt irgendwie. Eigentlich mag ich auch gar nicht so gerne Zimt, aber Cine Minis mag ich eigentlich doch. Wow, das war knapp. Ich weiß nicht, aber die... Ich finde die von der Billigfirma, die sind so tausendmal leckerer. Das ist der absolute Wahnsinn. Wow, das war auf jeden Fall mal knapp. Wow, wow, wow. Okay.
Jetzt da nicht mehr gepasst. Ja, spring in die Flamme rein, ey. Du bist ein Held. Wow, das war knapp. Ja, auf jeden Fall die Cine Minis, ich weiß nicht, also. Ich hab sie, aber so wirklich lecker finde ich sie halt einfach nicht. Och nö, das nein! Auch nur wegen dem Extra-Leben. Ich wollte doch nur gucken, was hier hinten ist. Ich muss nämlich da hoch. Da wollte ich eigentlich hochfliegen. Jetzt muss ich mir aber doch diese Geister holen. Kommt. Okay, komm mit. Komm mit. Komm mit. Das ist jetzt auch wieder nervig. Okay, optimal. Ich war gerade kurz konzentriert, hat man vielleicht gemerkt, hat man. Ja, auf jeden Fall die Cine Minis, ey, ich weiß auch nicht, die echten schmecken nicht, kauft sie nicht, ey, lasst sie abbrennen, ey. Und dann habe ich auch noch Cornflakes da, die habe ich auch nur einmal aufgemacht und auch nur einmal von gegessen und seitdem stehen die auch da und weil ich mir auch nie Milch kaufe. Ich liebe Milch, aber ich kaufe mir die nie, weil ich, wenn ich die aufmache und dann am nächsten Tag denke ich immer, die ist schlecht. Das ist, ich bin ein bisschen verrückt, aber das wisst ihr ja. Naja, trotz allem, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier in der Schokoladen-Eiswelt, im Chocolate Island, nicht Iceland, Eiswelt, ach, ja, ja. In der Schokoladen- Insel sehen wir uns wieder. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss und bis dann. Ciao, tschüss.